Das Kölner Stadtmuseum verfügt über eine Ikone auf seinem Dach, das Flügelauto des Künstlers H.A. Schult. Das Auto war einem ehemaligen Regierungspräsidenten ein Dorn im Auge, doch alle Versuche, es vom Dach zu verbannen, schlugen fehl. Das Kölnische Stadtmuseum gibt einen Einblick in Geschichte, Geistesleben, Wirtschaft und Alltagsleben Kölns und seiner Bewohner vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Beim Rundgang werden die Besucher zunächst mit Köln-typischen Phänomenen vertraut gemacht. Wie unter anderem dem Kölsch. Dem Hennesschen-Theater. Und dem seinerzeit in Köln gebauten Fort Taunus 17M. Dann ein kurzer Hinweis auf den Krieg mit Originaltrümmern und einer mehreren Zentner schweren Bombe. Auch im Stadtmuseum hängt ein Bild des total zerstörten Kölns aus den ersten Tagen nach Ende des Krieges. Diese Statue des Kölschen Bauer war vor dem Gürzenich aufgestellt und jeder konnte gegen eine kleine Spende für die Witwen und Waisen einen Nagel einhauen. Für größere Spenden gab es eine Plakette. Im Treppenaufgang zum Obergeschoss befinden sich Porträts wichtiger Kölner. Einer von ihnen, der über die Grenzen Kölns bekannt gewordene Willy Millowitsch. Viele Bürger trugen in den letzten 200 Jahren dazu bei, Kölns Ruf als Kulturmetropole aufzubauen und zu festigen. Diese Skulpturen stammen aus dem Wohnhaus der Familie Hardenrath. Köln war die erste Stadt in Deutschland, in der nach dem von den Brüdern Lumière entwickelten Prinzip Filmaufnahmen gezeigt und gemacht wurden. Im September 1896 drehte der Franzose Constant Girel diese Aufnahmen in Köln. Der Blick auf das Modell des Kölner Doms am Ende des 18. Jahrhunderts zeigt ihn in unfertiger Gestalt. 1560 wurden die Bauarbeiten eingestellt.